begrüße euch zu einem super spontanen Video. Dieses Video entsteht als kleiner Vorspann zu einem etwas größeren Projekt, und zwar lautet dieses Projekt Therapeutisches Reiten. Diana, also ich, werde gleich aufs Pferd müssen. Wollen, müssen, naja. Was ist der Hintergrund? Anfang des Jahres hat eine gute Bekannte aus früheren Zeiten bei mir in der Praxis gesessen zur Blutegelbehandlung und hat sich erschrocken im Grunde genommen, wie schwach ich geworden bin, und hat gesagt, du musst was tun. Ja, und weil sie therapeutisches Reiten macht und ich dort früher auch im Stall bei ihr zwei Pferde stehen hatte, wir uns also auch schon wirklich sehr lange kennen, sagte sie, ich krieg dich aufs Pferd. Und da habe ich gesagt, du spinnst. Wie willst du mich darauf kriegen? Mit einer Seilwinde irgendwie oder mit ein paar Ersatzflügel? Wie soll das gehen? Da hat sie gesagt, das kriege ich auch bei ganz anderen Patienten hin. So, da habe ich erstmal abgelehnt. Ich habe da drüber nachdenken müssen. Das ist jetzt ein paar Monate her. Ja, und heute ist es soweit und ich habe weiche Knie, Fracksausen, ich habe Schiss. Das ist jetzt 20 Jahre her, dass ich auf dem Pferd gesessen habe. 20 Jahre Pause durch Kind, Kegel, Haus und Hof, das ist eine Sache. In diesem Körper aber jetzt aufs Pferd zu gehen, der so wackelig ist, das ist eine andere Ebene, das ist eine andere Hürde. Und ich lasse euch daran teilhaben, wenn es nicht allzu peinlich ist, werdet ihr dann gleich eine andere Kameraeinstellung sehen, mich auf dem Pferd, sofern ich da denn überhaupt hochkomme. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Im Moment sitze ich ja gemütlich auf meinem Sofa. Ich lasse euch daran teilhaben, einfach weil ich möchte, dass ihr, wenn ihr auch erkrankt seid, Probleme habt, seht, dass man immer über Hürden rüber muss. Und auch ich muss über Hürden rüber, weil ich ganz häufig von meinen Patienten höre, ja, aber das geht nicht, weil und weil, ja, und ich höre mir ja immer selber zu, sage ich immer so schlau in den Videos, so, also muss ich damit durch. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Einstellung, bis dahin. Wir machen noch ungefähr 20 Minuten, dann geht's zur Arbeit, okay? Okay. Du wirst immer lockerer da drauf. Du wirst immer lockerer da drauf. Ich weiß, das ist mir...
Welches Bein kommt zuerst? Einmal umdrehen, ne? So, hallo ihr Lieben. Hier kommt ein kurzer Nachtrag zu meiner Therapie-Reitstunde, in Anführungsstrichen. Es waren 20 Minuten vielleicht und ich will nicht sagen, mir hat alles wehgetan. Nein, Muskelkater hatte ich nicht. Nun, es kann daran liegen, dass ich nicht mehr genügend Muskeln habe oder aber auch, dass ich nicht mehr genügend merke. Vielleicht ein bisschen von beidem. Also, es waren 20 Minuten. Meine Beine waren danach wie Wackelpudding und ich war so euphorisiert und froh, dass ich das überhaupt geschafft habe und so mutig war, darauf zu gehen. Ich hatte, wie gesagt, immer Pferde. Ich habe es sehr geliebt, aber das war eine andere Hürde an dem Tag. Und ich zeige euch das nicht, weil ich besonders exhibitionistisch veranlagt bin, sondern weil ich euch beipflichten möchte, dass ihr auch über eure Hürden, welche auch immer das sind, rübergeht. So habe ich es häufig in der Praxis, eben dass Patienten, das habe ich im Vorspann schon gesagt, sich häufig selber Blockaden aufbauen, geistiger Natur und sagen, das geht nicht, weil ja, aber, ja, aber, ja, aber, sobald ihr hört, ja, aber, könnt ihr schon sagen, das ist eine Blockade, da vielleicht hört ihr da schon mal hin. Dann habe ich Patienten, die einfach nicht lang genug durchhalten, das heißt, die Compliance ist schlecht, die Patienten arbeiten nicht mit. Häufig rauscht man über sehr viele Jahre in Erkrankungsbilder, ja? Und dann, Erkrankungsbilder, sage ich immer, bauen sich auf. Es manifestiert sich so nach und nach immer mehr. Und das ist nicht mal eben in 6 Wochen weg. Also, wenn man jetzt sehr spirituell veranlagt ist, dann sagen manche spirituelle Lehrer, ein Erkrankungsbild ist im feinstofflichen Körper manifestiert und dann geht es auch mal schneller. Da sind wir aber noch nicht. Wir Menschen. Oder kommen da auch nie hin. Das kann man so oder so sehen. Das heißt, ihr seid über eine lange Zeit, wir sind über eine lange Zeit da rein marschiert und dann geht das nicht so schnell da raus. So, und dieses Durchhaltevermögen legen auch viele nicht an den Tag. Also das ist ein großes Problem in der Praxis hier. Das stelle ich auch fest. So, und dann gibt es so Knallerpatienten, die dann sagen, ah, Frau Lewis, also man könnte ja meinen, dass sie sich auch erstmal selber behandeln sollten. Gibt es. Also ich muss dann immer durchatmen und ich weiß natürlich, dass die Patienten im Grunde genommen in dem Moment nicht das Bewusstsein darüber haben, was sie da eigentlich wirklich sagen. Ich versuche dann zu erklären, dass eine Arthrose, auch wenn es eine Arthritis ist, auch an mehreren Gelenken, eine Schuppenflechte, eine Neurodermitis, eine Nesselsucht, was auch immer, eine Gewichtsreduktion oder sonst wie, besser behandelbar ist, indem ich Einfluss auf das Gewebe oder Organe nehme, als Erkrankungsbilder am Nervensystem. Die sind wirklich schwierig zu therapieren. Und jeder Therapeut da draußen, egal ob Logo, Physio oder auch Arzt, wird mir beipflichten. Das bedeutet, wenn ich mit Patienten hier einen Darmaufbau mache, weil das Immunsystem mittlerweile ein bisschen geschwächt ist aufgrund von Schmerzmitteln oder Antibiotika oder was auch immer, dann ist das eine andere Ebene, als wenn ich ein neurologisches Erkrankungsbild, wie jetzt zum Beispiel in der MS, behandeln will. Das ist ein anderer Schuh. Häufig noch nicht verstanden. Ja, deswegen mache ich diese Videos, um euch das zu erklären. Dass es unterschiedliche Erkrankungsbilder gibt. Auf das eine kann man so Einfluss nehmen, auf das andere kann man so vielleicht Einfluss nehmen. Ja, also lasst euch nicht abschütteln. Auch diejenigen nicht, die sagen, oh, ich habe Angst vor Blutegeln. Ja, denn man probiert euch aus, was ihr über die Kasse kriegt, was euch hilft. Und manchmal müssen es eben Blutegel sein. So, also,
Dann muss man über die Hürden rüber und vor allen Dingen macht euch schlau. Und auch ich muss über meine Hürden rüber und ich bin, wie gesagt, nicht nur, das habt ihr gesehen, Therapeut und ich bin eben auch, sondern eben ich bin auch Patient. Und ich glaube, dass ich, gerade weil ich Patient bin, dadurch ein sehr authentischer Therapeut bin. Das kann man so oder so sehen. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Macht euch auf euren Weg. Bis dahin, eure Diana.